Ja, wir machen weiter, wie eben schon angeschnitten, am Thema das Herz. Das Herz ist das Herz aller Dinge in unserem Christenleben. Und ich habe die Predigt mal so genannt: Der Garten des Königs, dein Herz. Und da werden wir ein paar spannende Perspektiven, Neues hören und andere Dinge befestigen und vertiefen, die wir in meiner letzten Predigt hier gehört haben. Denn letztes Mal, vielleicht erinnern sich noch die einen oder anderen, hörten wir von einem besonderen Aspekt unseres Herzens und unserer Verantwortung dafür. Und ich will jetzt nicht fragen, wer es noch weiß. Aber wenn ihr die Predigt genommen habt, so wie ihr jede Predigt nehmen solltet, um darüber zu brüten, euch Notizen zu machen, am Sonntagnachmittag vielleicht noch mal das Wort zu nehmen, es auszubeten. Einige tun das, andere lade ich ein, es zu tun, dann haftet das natürlich viel besser und macht uns fähig oder bereit, das Wort auch umzusetzen. Genau, also wir hörten für die, die das erste Mal da sind und für die anderen zur Erinnerung, wir hörten anhand zweier Geschichten der Jünger mit Jesus im Sturm. Ja, zweier Geschichten, ihr erinnert euch, Jesus im Sturm, ganz interessante Perspektiven. Und wir haben das Problem anhand dieser beiden Geschichten der Herzensverhärtung oder der Bodenverdichtung betrachtet und die Auswirkungen, Ursachen, Auswirkungen und was wir tun können, um ein weiches Herz zu bewahren, ein weiches Herz, das glaubt, ein weiches Herz, das resistent ist gegen Zweifel. Ja, wer hat das jetzt wieder so auf dem Schirm? Okay, doch, sind drei, dann ist toll. Dann, die anderen trauen sich nicht, ne, sich zu melden oder waren nicht da. Das ist okay. Aber ich möchte die Brücke quasi ein Stück weit weiterbauen, aber zunächst ein kurzes Beispiel erzählen. Und ich sage das jetzt ganz liebevoll auch. Vor ein paar Tagen schrieb mich jemand an und sagte: Also, dich ist in einem schweren Sturm, gesundheitlich, beziehungsmäßig, in allen Aspekten. Das kennen wir, ne? Es gibt so. Vor dem Sturm ist nach dem Sturm und nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Das ist so im Christenleben. Und alles soll gut ausgehen und wir sollen dran reifen. So. Also ich schrieb mir diese Person: Michael, bete, dass ich meinen Glauben nicht verliere. Eine Person, die schon Jahrzehnte mit dem Herrn geht. Und ich habe geschrieben, das brauche ich nicht zu machen. Denn Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Du aber, und es ist jetzt deine Verantwortung, bete in Sprachen, dass du deinen Glauben nach Judasbrief steht es, dass du deinen Glauben auferbaust. Lass dir ein Wort vom Herrn geben, darüber meditiere du, denn der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Halleluja. Also da kommt dann manchmal so dieses, ich habe pastorale Anteile in meinem Herzen, aber ich habe auch apostolische Anteile und die überwiegen dann manchmal, da ich sage, ich wünsche mir einen Leib Christi, der stark ist, der in Kraft kommt und der nach Jahrzehnten der Nachfolge die Grundprinzipien verstanden hat, auch wie wir uns in Stürmen zu bewegen und zu bewähren haben. Amen, seid ihr mit mir? Ich will auch niemand ärgern heute Morgen, aber ein bisschen provozieren vielleicht schon. Ja, also einfach einzuladen und sagen: Ja, ich will heraus aus den Windeln und heraus aus den Kinderschuhen hinein in das, was Gott uns vorgelegt hat. Lest den Epheserbrief, da denke ich immer: Wow, wow, was ein Standard, der uns hier gesetzt wird. Aber gut. Hinterher dachte ich, war ich doch ein bisschen, da kommt der Pastor dann, hätte ich nicht doch vielleicht und nochmal trösten. Und ich tröste dann auch und ich habe mit der Person schon viel gebetet und wir haben schon manches durch. Aber manchmal sagt uns dann auch der Heilige Geist: Geh ins Wort, rufe 10 Leute an und klage dein Leid und wie schlecht es dir geht, sondern baue deinen allerheiligsten Glauben auf, wie du es gelernt hast. Und dann erlebe deinen Durchbruch. Amen. Oh, ihr seid mit mir. Gut. Halleluja. Also wir machen heute an dem Thema Herz weiter, aber unter neuen Gesichtspunkten. Erstens die zentrale Bedeutung unseres menschlichen Herzens. Und ich lasse komplett weg, anatomisch, neurologisch, das ist hochspannend. Welche Bedeutung das Herz hat, denn das Herz ist mehr als eine Pumpe.
Ich konzentriere mich und fokussiere mich nur, was die Bibel über die zentrale Bedeutung unseres Herzens sagt. Und ich lese dazu drei Bibelstellen, so als Appetizer, so als Appetitmacher. Ja, er sagt, oh, das ist spannend. Ja. Denn ich mache hier eine Eröffnung heute Morgen. Und es sind einige da, die sagen, wow, das Thema ist so spannend. Da will ich mehr darüber, da will ich tiefer reingehen, da werde ich in meiner eigenen Bibel studieren, da will ich mit dem Herrn darüber reden. Also es ist lediglich die Werbeveranstaltung, euch mit diesem Thema Herz zu beschäftigen. Amen. Also die drei Bibelstellen, Lukas 6, 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Zweitens, Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Also mich reizt an jeder Bibelstelle eine Predigt dazu zu halten, aber ich widerstehe. Sprüche 23, Vers 7. Denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Selah. Spannend. Die zentrale Bedeutung. Da gibt es eine Verbindung zu unserem Mund. Das Herz kann denken, da gibt es eine Verbindung zu unserer körperlichen Verfassung. Spannend. Also, das Herz ist das Zentrum unseres Seins, hat jemand mal gesagt, der Ursprung jeder Bewegung, die wir machen, jedes Wort, das wir sprechen, jeden Gedanken, den wir denken, jede Handlung, die wir ausführen, hängt mit deinem Herzen zusammen. Es ist der Ort unserer verborgenen, unbewussten Erinnerungen und geheimen Glaubensüberzeugungen. Auch da nur eine kleine winzige Fußnote dazu. Du wunderst dich manchmal, warum du an bestimmten Dingen reagierst, wie du reagierst. Warum du an bestimmten Punkten Ängste hast. Warum du an bestimmten Dingen so schwach oder so sorgenvoll oder so bist. Und an anderen Stellen dagegen mutig und couragiert und fest und wie auch immer. Manches davon hängt einfach mit dem zusammen, was in deinem Herzen gespeichert ist. Seit frühester Kindheit hat dein Herz Dinge gespeichert, die du erfahren hast, die du erlebt hast, hat gewisse Schlüsse gezogen. Und jedes Mal, wenn dann eine Situation oder ein Mensch einen bestimmten Button drückt, dann ist es wieder da, in deinem Herzen. Spannendes Thema, ich werde nicht darauf eingehen. Darum, und jetzt kommt meine Quintessenz so zum Beginn, Sprüche 4, Vers 23, wir haben dieses Wort schon mal gehört, letztes Mal, glaube ich. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringen die Quelle oder die Ausflüsse des Lebens. Das Herz ist gewissermaßen die Brunnenstube, der Quellgrund deines Lebens. Deine Herzensverfassung entscheidet, wie es dir geht, gesundheitlich, wie es deiner Umwelt geht. Eine zentrale Bedeutung hat dein Herz. Sprüche 4, Vers 23 nach der Passion Translation, ich habe es übersetzt. Hütet also vor allem die Neigungen eures Herzens, denn sie beeinflussen alles, was du bist. Achte auf das Wohlergehen deines innersten Wesens, denn von dort fließt die Quelle des Lebens. So, wir gehen einen Schritt weiter und ich habe mir die Freiheit genommen und ich denke, das ist biblisch-theologisch abgesichert, das Herz jetzt zu vergleichen mit einem Bild und ich gebrauche das Bild des Gartens. Wer gärtnert von euch? Hat einen eigenen Garten, hat einen gepachtet, wer hat schon mal im Garten gearbeitet und wer kennt einen, der einen Garten hat?
Okay, also jetzt haben wir sie alle. Jetzt haben wir sie alle. Jeder hat seine Hand gehoben. Und wir haben hier ein gewisses Basiswissen. Also, in einem Garten können Nutzpflanzen wachsen, da kann Gemüse wachsen und Obst. Da gibt es aber auch Unkraut. Ja? Oft braucht man sich um das Unkraut gar nicht zu kümmern, was das Wachstum angeht. Ne? Macht es von alleine. Und auch giftige Pflanzen haben das Potenzial, gerade diese sogenannten invasiven Arten an Garten zu zerstören. Die Böden müssen bearbeitet, gewässert und gedüngt werden. Gärten können schön sein und wohlriechend und sie können sogar das Umgebungsklima verändern. Ja, das haben gewisse Großstädte dann auch schon entdeckt, ne? Ob New York oder London, ob der Hyde Park, das ist eine Lunge, man nennt es die grüne Lunge, die verändert Atmosphäre, die schafft Klima. Die schafft Klima. Und das ist die Werbepause. In der nächsten Charisma wird es um einen geistlichen Klimawandel gehen. Also ich bin ein Klimabefürworter. Ich liebe Klima und auch Klimawandel ist ganz wichtig und zwar geistlich in unseren Städten, in unseren Beziehungen. Aber ich mache euch, das war die Werbepause, Lust auf die nächste Charisma. Ich habe keine dabei, ist noch in Druck. Gut. Also, das gilt alles, was unser Garten angeht, was wir gehört haben über Garten, gilt auch für unser Herz. Unser Herz, und es ist jetzt der zweite Punkt, das neue Herz ist neu und ist gleichzeitig in Erneuerung. Ja, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen theologisch arbeiten, damit es da jetzt nicht so nur da so im Raum rumgeistert. Denn es ist ein Fundament, das ich gern legen möchte, der sagt, ja, ich habe verstanden. Früher habe ich das nicht so kapiert. Ich dachte, das Herz ist doch neu geworden, alles ist neu. Aber ich bin trotzdem irgendwie der Alte, ne, so an manchen Stellen. Oder die anderen, die sagen, ja, du musst, du sollst, ne, du musst dich kümmern. Da sagt der andere, nee, dein Herz ist doch neu geworden. Was arbeitest du denn, was strengst du dich denn an? Also wir werden sehen, wie beides wunderbar zusammenfließt und es kein Widerspruch ist. Also eine kurze Erinnerung, als du Jesus als Retter und Herrn eingeladen hast in dein Leben und angenommen hast, wurdest du von Neuem geboren. Halleluja. Das heißt, die Bibel sagt, dein Herz wurde neu geschaffen. Du wurdest eine neue Schöpfung. Und wo vorher Dunkelheit war, wurde es Licht, wie bei der Schöpfung. Nach Hesekiel 36, Vers 26 folgende heißt es, und diese Verheißung hat Gott eingelöst, indem er Jesus gesandt hat und du das angenommen hast, was am Kreuz für dich passiert ist. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wow! Was eine wunderbare alttestamentliche Verheißung, die im Neuen Bund seine Erfüllung gefunden hat. Das heißt, unser Bild nochmal zu verwenden, das neue Herz, dieser neue Garten ist ein Geschenk ganz aus Gnaden. König Jesus hat dir am Kreuz nicht nur Vergebung der Sünden, für Vergebung deiner Sünden gesorgt. König Jesus hat nicht nur dich versöhnt mit dem Vater. König Jesus hat nicht nur jeden Fluch auf sich genommen und den Schuldbrief, der gegen dich war, ans Kreuz geheftet. Sondern König Jesus hat dir ein neues Herz implantiert, einem Garten zu vergleichen. Und es ist ein vollendetes Werk. Du hast einen perfekten Garten bekommen. Halleluja. In diesem Garten, ich möchte diesen Garten so etwas skizzieren und dann auch deutlich machen, dass es doch noch so ein bisschen was zu tun auch gibt. Wir reden hier von dem vollendeten Werk, was Jesus am Kreuz getan hat, was wir durch Glauben empfangen, das neue Herz. Wie sieht dieser Garten aus? Und einige von euch sind ein bisschen prophetisch begabt, ihr könnt die Augen auch zumachen und stellt euch vor. Du kannst es auch daheim machen, sagst, Heiliger Geist, zeig du mir mal mein Herz.
ist nicht spinnig, sondern ich habe das selber schon erlebt, wo ich mit Jesus dann auf der Bank saß und er hat mir so ein paar Dinge gezeigt, meinem Herzen. Also in dem Herzen fließt ein Strom. Und dieser Strom, das ist dein menschlicher Geist. Übrigens war der schon da, bevor du bekehrt wurdest, aber mit deiner Bekehrung ist Folgendes passiert. Der Heilige Geist hat Wohnung gemacht in deinem Garten und kam in deinen Strom. Und was herausgekommen ist, ist ein neuer Strom des Lebens, übernatürlich. Und ich sage immer, wie der Kaffee und die Milch zum Milchkaffee wird, entschuldigt meine saloppe theologische Ausdrucksweise, so ist dein Strom, da ist ein Strom des Friedens in dir, in deinem Herzen. Das ist der Heilige Geist, der sich verbunden hat mit deinem Geist. Halleluja. Also es ist ein Strom. Und ich habe mit den Geschwistern im Kosovo ein Bible-Sharing gemacht. Und da haben wir diese Stelle genommen aus Offenbarung 22 über den Strom. Ja, neues Jerusalem und so. Und dann predige ich ja nicht darüber, sondern ich höre dann, was zeigt euch der Herr aus diesem Text? Aber hinterher habe ich dann doch gesagt, weil vieles wird dann auf die Zukunft. Ja, am Ende der Zeit und wenn Jesus wiederkommt in den tausendjährigen Reich. Und es ist alles richtig. Aber ich habe gesagt, diese Stelle über den Strom des Lebens passt auch für deine Gegenwart. Passt auch für das, was der Herr begonnen hat in dir zu tun. Denn da ist ein Strom in dir durch den Heiligen Geist, der dasselbe tut wie der Strom am Ende der Zeit. Das war für die Fortgeschrittenen. Prüfet, ob sich so verhält, geht in die Schrift und checkt es mal nach. Aber da ist nicht nur ein Strom, wisst ihr, was da noch ist in deinem Garten? Da ist ein See, der niemals austrocknet, von dem du schöpfen kannst, von dem du nehmen kannst, von dem du möglichst viel weitergibst. Und dieser See ist die Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Amen. Also es ist ein wunderbarer See. Na, ihr habt den schönen See hier in Pokratec gesehen, da in Albanien. Eines der ältesten Seen der Erde, ganz tief. Und so ist ein See der Liebe Gottes in euch. In euch. Jesus, haben wir schon gesagt, ist das Licht. Dir ist ein Licht aufgegangen. Du wurdest erleuchtet, sagt die Schrift. Das heißt, vorher war es dunkel, jetzt ist es hell. Und es macht Jesus, der in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Halleluja. Der Steinerne ist entfernt worden und du hast einen neuen Herzensboden bekommen. Halleluja. Und das Schöne ist, was machen wir mit dem Garten hauptsächlich? Warum denkt ihr wohl, wozu ist der Garten da? Warum hat Jesus uns den geschenkt? Beziehungsweise geschenkt, er hat ihn uns anvertraut und er ist der Eigentümer geblieben, ja? Und wir brauchen keine Miete zu bezahlen. Frucht bringen, ja, genau, da werden wir gleich drum. Die Frucht bringen. Pflegen, ja, bearbeiten, alles richtig. Genießen, ja. Ein Garten ist kein Acker. Ah, also manchmal in der Nachbarschaft habe ich schon den Eindruck, dass manche meinen, der Garten wäre eine Arbeitsstätte. Ne? Die verlängerte Werkbank, wenn sie heimkommen, geht die Schafferei dort los. Ne? Ich bin eher ein Gartengenießer. Ne? Entschuldigung, meine Frau sitzt hier, die weiß es. Ne? Wenn ich mit dem Wort im Garten sitze, ne? Den Garten genieße. Und ja, der Garten ist ein ganz spannender theologischer Begriff. Ist auch Anbauungsstätte, ist auch Ort der Fruchtbarkeit, ist auch Arbeitsstätte, aber ist ein Ort des Genießens und vor allem des Genießens der Gegenwart Gottes. So wie Adam und Eva am Abend vor dem Sündenfall mit Gott kommuniziert haben, mit ihm unterwegs waren, hat Gott eine Stätte bereitet in uns, wo er mit uns kommunizieren will, wo die Gegenwart Gottes da ist, weil er da ist. Und wir dürfen sie erleben und genießen, dass wir sagen, Herr, du brauchst auch nicht auf den Abend zu warten, bis Sonne untergegangen ist. Manche, du kannst vor Sonnenaufgang, es gibt ja da der frühe Vogel, der den Wurm fängt und es gibt auch die Nachteule. Du kannst den Herrn mehrfach, du kannst, wenn immer, wir brauchen keine heiligen Orte mehr, um ihn zu finden. Dein heiliger Ort ist in dir. Trotzdem ist es gut, in Gemeinde zu sein, also, aber nicht mehr in dem religiösen Sinne.
Der Herr wohnt in dir und er möchte mit dir kommunizieren. Du sollst ihm zuhören. Er will dir Dinge zeigen. Er will dir geöffnete, ich komme jetzt schwärmen, merke ich, aber das ist ja so mein Markenzeichen, dass ich ein Schwärmer bin für Gott und für seine Sache und für sein Königreich. Also, dieser Garten, wie gesagt, gehört dem König Jesus und seine primäre Bestimmung ist, hab Gemeinschaft mit ihm. Hab Gemeinschaft mit ihm. Und nun der letzte Punkt. Ja, dieser Garten bedarf deiner Pflege. Und dass du ihn kultivierst, ähnlich des Schöpfungsauftrages an Adam und Eva, bewahrt ihn und bebaut ihn, diesen Garten Eden. Denn Jesus möchte aus der Gemeinschaft mit ihm heraus, dass dieser Garten auf deine Umgebung wirkt. Anhand deines Herzensgartens sollen Menschen erfahren, wer der Herr im Garten ist, wem dein Herz gehört. Anhand der Frucht, die dein Garten hervorbringt, sollen Menschen gesegnet werden und dadurch Jesus erkennen. Sie sollen deine guten Werke sehen und wen preisen? Den Vater im Himmel preisen, den Gartenbesitzer preisen. Sie sollen den Wohlgeruch wahrnehmen, deine Ausstrahlung. Und deine Worte, die aus deinem Herzen hervorgehen, die sollen Leben bringen, Auferbauung, Ermutigung für deinen Nächsten, ob er gläubig oder nicht gläubig ist. Du sollst ein Klimawandler sein, nämlich das himmlische Klima und die himmlische Atmosphäre verbreiten in deiner Wohnung, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Arbeitsplatz und in deiner Gemeinde natürlich auch. Das heißt, ihr als Gemeinde, ihr sollt ein Park sein hier für Heppenheim. Nicht nur ein Garten, ein Schrebergarten, gell? Sondern ein Park, der hineinwirkt in die geistige Atmosphäre dieser Stadt und dieser Region. Gottes Pläne mit euch sind größer. Und er möchte über die Ufer treten, in eurem Herzen als Strom des Lebens und über die Gemeindegrenzen natürlich auch. Und da seid ihr auf einem guten Weg. Amen. So, nun kommen wir zur Gartenarbeit. Oh, jetzt sagt er, oh nee, jetzt muss ich gehen. Ne? Ich nehme die Gnade und das mit der Arbeit und der Verantwortung, das ist nicht so mein Ding. Ne? Aber bitte, Paulus hat gesagt, und ich möchte das da dem auch voranstellen, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Und ich weiß, er sagt es in einem anderen Kontext. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Gnade und Arbeit schließen sich nicht aus. Amen. Das muss man manchen Vertretern der sogenannten Hypercrace-Bewegung auch immer wieder mal sagen. Ist ja keiner da von euch, aber das geht auch virtuell und die Predigt in viele Häuser. Ich empfehle die auch immer dann gerne unseren Charisma-Lesern. Die können sie dann auch nachgucken in YouTube. Also, Gnade und Arbeit ist kein Widerspruch. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle, aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Gnade, das heißt aus der Gnadengabe des Heiligen Geistes heraus. Und darum bedeutet es manchmal Kampf und es bedeutet Mühe, aber nie aus eigener Kraft. Amen. Seid ihr noch bei mir? Ja, alle noch da? Gut. Ja, doch, ja. Danke. Es gibt zwei Grundvoraussetzungen für die Gartenarbeit deines Herzens. Das erste ist, ich habe gesagt, der See der Liebe Gottes nimmt nicht ab. Also schöpf raus, bewässere andere, gib, was wachsen, weg damit. Mit der Liebe Gottes, da wächst du drin. Aber du kannst achten auf den Strom. Ja? Ihr kennt es, der Rhein, ne? Rhein und Neckar, ihr seid ja Flussbewohner gewissermaßen, im weitesten Sinne. Wenn der Flusspegel fällt, manches ist nicht möglich, manches dört aus. Und darum sagt die Schrift, werdet immer wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Werdet immer wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, ihr sollt beständig
überströmen. Und die Flut, die von euch ausgeht, die soll nur die Werke des Feindes zerstören und sonst nichts. Amen. Und Fruchtbarkeit bringen in alle Bereiche eures Lebens und derer, die mit euch zu tun haben. Also achtet auf den Wasserstand. Epheser 5, Vers 18. Seid stets gefüllt und angeregt mit dem Heiligen Geist. Das Zweite, verbringt Zeit mit dem Herrn und wachse in der Intimität, denn das ist der Zweck des Gartens. Also du bist zuerst ein Sohn, du bist zuerst eine Tochter und als nächstes erst ein Arbeiter oder eine Arbeiterin im Garten. Okay? König Jesus wartet. Oh. Er freut sich, wenn er mit dir Gemeinschaft haben kann, wenn du ihm zuhörst. Klink dich mal aus deiner Aktivitätenliste. Hör mal auf, mach mal eine Unterbrechung deiner To-Do-List am Nachmittag, am Vormittag. Setz dich in deinen natürlichen Garten, wenn du einen hast, oder auf dein Sofa. Sag, Herr, hier bin ich. Du brauchst keine Dreiviertelstunde Anlauf nehmen. Sofort, Herr, hast du ein Wort für mich? Wie siehst du diese Situation? Oh, ich merke gerade, ich mache mir unheimliche Sorgen. Weg damit, Herr, Jesus. Das ist das Ziel deiner Erlösung, dass du mit ihm lebst. Ewiges Leben beginnt jetzt und hier. Und es ist die Gemeinschaft und die Erkenntnis, die Gemeinschaft mit ihm leben. So, nun, was können wir machen? Praktisch. Ein Grundvers. Das eine, ja. Erstens, nimm sein Reden als Samen für deinen Garten auf. Du darfst immer wieder nachsäen. Du darfst immer wieder nachsehen. Nimm sein Wort. Da heißt es, Sprüche 4, Vers 20, hör gut zu, mein liebes Kind, auf alles, was ich dich lehre und achte auf alles, was ich dir zu sagen habe. Erfülle deine Gedanken mit meinen Worten, bis sie tief in deinen Geist eindringen, also die tieferen Bodenschichten. Dann, wenn du meine Worte entpackst, werden sie dir wahres Leben und glänzende Gesundheit verleihen, bis in den tiefsten Kern deines Wesens. Und ratet, was das für eine wunderbare Übersetzung ist. Hat eine Idee. Ja, es ist natürlich die Passion Translation, danke, übersetzt. Gott möchte nicht nur, dass du 10 Zentimeter, ne? Wir haben es doch im Sommer gemerkt, das reicht nicht aus, wenn du mal den Garten sprengst, ne? Im Gottesdienst, ne? So, die ganze Woche über, ne? Da verdunstet ja so vieles und so, aber nein, du darfst ihn bewässern, indem du sein Reden für dich aufnimmst. Lockere den Boden, bewässere ihn, dünge ihn, indem du das Wort nicht nur flüchtig nimmst, sondern darüber nachdenkst und meditierst, darüber betest. Ja, ich weiß, ich mut euch dann in so Predigten immer sowas zu, aber ihr seid keine Babys mehr, die wenigsten jedenfalls. Nimm das Wort, das ist Schwarzbrot. Kau es, verdau es, tu es, bete es aus. Heiliger Geist, was bedeutet das für mein Leben? Wie siehst du mein Herz? Und dann hock dich hin mit dem Stift und einem Notizheftchen und dann schreib mal aus, was er dir über dein Herz zu sagen hat. Es ist spannend, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu leben. Du kannst deinen Boden bewässern, indem du in Sprachen betest. Da kann ich jetzt nicht viel, will ich jetzt nicht dafür viel sagen, aber so oft du in Sprachen betest, da holst du gewissermaßen die Grundwasserquellen. Das Grundwasser, das pumpst du hoch, ne? Hat mal ein Mann Gottes gesagt in Australien, in Kassel. Sascha Alexander. Du pumpst im Sprachengebet das Grundwasser deines Herzens, pumpst du hoch, die tieferen Schichten und sorgst dafür, dass es nach oben kommt. Also bitte. Paulus sagt, ich habe mehr in Sprachen gebetet wie ihr alle. Ja? Ich lade dich ein, bete mehr in Sprachen wie Paulus. Oh, was hast du gesagt? Das geht nicht. Ne? Doch, bete in Sprachen. Du wirst deine Bodenbewässerung, du wirst den Boden deines Herzens feucht halten. Hüte, Punkt 4, hüte dich vor dem Unkraut, denn es behindert das Wachstum der Pflanzen. So, was ist das Unkraut? Hat einer eine Idee? Unkraut? Beikraut. Oh, Entschuldigung, ja, genau. Die Gartenspezialisten wissen, das ist Beikraut. Ja.
Also in dem Sinn aber ist es, Jesus spricht auch davon, das sieht aus wie Weizen, ist aber keiner. Und für mich, aus meiner Sicht, sind das Lügen, die wir glauben. Unkraut oder Beikraut sind Lügen. Und die setzen sich immer, sie haben die Tendenz, sich gegen die Wahrheiten durchzusetzen, wie Beikraut in deinem Herz, in deinem natürlichen Garten. Drum, hüte dich davor. Kurzes Beispiel, Sorgen und Ängste. Also ich bin jemand, der sich auch leicht Sorgen macht, das würdet ihr nicht glauben. Ne? Aber gerade so morgens um Halbschlaf, ne, da kommen mir dann Dinge und Szenarien in den Sinn und was sein könnte und dies und jenes. Für mich und für andere. Was ist das? Sorgen und Ängste sind Lügen. Ja, weil Gott gesagt hat, ich bin euer Versorger. Gott hat gesagt, fürchte dich nicht. Glaubst du dem, was der Herr dir sagt? Oder glaubst du dein Gefühl? Oder glaubst du den Umständen? Oder lässt du dich wie die Jünger vom Sturm bedrohen? Ja, ich ärgere euch hier so ein bisschen. Na, aber nee, es ist Salz. Es ist nicht Ärger. Das ist, ich salze, ich würze das so ein bisschen nach. So, also, hüte dich vor den Lügen. Und das Schöne ist, einfach, wenn du in der Wahrheit bleibst, die Wahrheiten nimmst, die Wahrheiten bekennst, in der Wahrheit lebst, haben die Beikräuter keine Chance zu wachsen. Ja? Du kümmerst dich um die Wahrheit. Also kümmer dich mehr um die Wahrheiten. Und wenn der Herr dir dann Lügen zeigt, und das tut er, ich sage mal das Stichwort Soso, wir haben ja, sind ja in der CZN immer noch eine Soso-Gemeinde, Soso heißt Errettung, wo wir Geschwister in die tieferen Schichten ihre Bodenbeschaffenheit und die verborgenen Ecken ihres Gartens führen und mit König Jesus helfen, Bodenveränderung, Pflanzenveränderung, Lügen werden beseitigt, Festlegungen werden gebrochen. Auch das gehört meines Erachtens dazu, unseren Garten zu bewachen, zu behüten. Achte auf dein Reden. Punkt 5. Denn wie der Mensch redet, das zeigt, was in seinem Herzen ist. Ne, also da, jetzt gibt es nicht hier in der Gemeinde, aber ich kenne welche, die meistens in Amerika, ne, die ja, oder in Russland auch, ne, da gibt es auch sind so fromm, ne, ho, sie kommen so religiös und geistlich daher, ne, und du hörst ihnen 5 Minuten zu und denkst, ach du liebe Zeit, du hast den Eindruck, du musst dich duschen hinterher, ne, ja. Also Munddusche für den Betreffenden. Aber wir müssen uns jetzt nicht zusammenreißen, sondern dein Reden verrät einfach, was in deinem Herzen ist. Die stärksten Gefühle, die du hast, verraten, was in deinem Herzen ist. Und das Schöne ist, geh damit zu Jesus. Ich hatte jetzt eine Begegnung mit einer Verwandten, mit der ich Schwierigkeiten hatte, vor allem sie mit mir. Und dann hatten wir eine Begegnung und ich dachte, oh wei, wie soll das jetzt werden? Eieiei, und oh, ich habe keine Lust. Und habe ich gesagt, Jesus, komm, mach du in meinem Herzen, wirke du jetzt auf das ein und bereite den Abend vor. Und ich will mit deiner Liebe, die du ausgegossen hast, in mein Herz jetzt dieser Person begegnen. Und ich weiß nicht, wie es wird, dass es nicht in der Katastrophe endet, aber es soll gut werden. Und wir kamen zusammen und dann, naja, war es hier, ich saß dort. Ne? Man kann ja, eine Gemeinde ist doch viel leichter, gell? Der eine sitzt hier, der andere sitzt dort. Ne? Du kannst ein Jahr lang, brauchst du dem nicht zu begegnen, wenn du nicht willst. Nicht bei euch. Auf alle Fälle merkte ich dann, da zoppelte mich der Heilige Geist und sagte, ja, geh mal hin. Und da habe ich dann sie angesprochen und habe gesagt, gehen wir mal raus. Aber nicht so, sondern gehen wir mal raus. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast dich über mich geärgert. Es ging jetzt nicht, wer recht hat oder so. Du hast dich über mich geärgert. Ich möchte gerne einen Schlussstrich darunter ziehen. Wenn es für dich okay wäre, wir sind in einer speziellen familiären Situation derzeit.
Sagt, ja, sehr gerne. Wir haben einen Schlussstrich gezogen, ich habe sie in den Arm genommen, sie hat mich in den Arm genommen und es war keine Heuchelei, es war nicht gezwungen. Das geht ja auch, ne? Sondern da hat der Herr was gewirkt. Und ich hinterher sagen konnte, wow, das war nicht ich, gell? Das warst du. Nur mal so als Beispiel. Achte auf dein Herz. Hüte die Tore deines Herzens, das sind die Augen und Ohren. Und zu guter Letzt entsorge die giftigen Pflanzen in deinem Herzen mit Stumpf und Stiel. Und ich kann das wirklich nur zum Schluss jetzt benennen. Drei Giftpflanzen, die deinen ganzen Garten zerstören können. Das erste, Bitterkeit. John Bevere hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, deswegen will ich dazu jetzt gar nicht viel sagen. Der Köder des Feindes. Ärgernis nehmen. Zweiter. Selig, sagt Jesus, die keine Ärgernis an mir nehmen. Du kannst Ärgernis an Gott nehmen. Du kannst Ärgernis an Jesus nehmen. Du kannst Ärgernis an sein Boot nehmen. Vielleicht ärgerst du dich gerade über mich, ne, und denkst, hey, wann wird der endlich fertig, gell? Ne? Wir hatten doch gesagt, ne? Aber wenn ich schon mal hier bin, ne, ich komme auch dieses Jahr nicht mehr, dann nächstes Jahr bin ich dann wieder da, ne, dann habe ich einen kleinen Bonus in eurem Herzen, hoffe ich. Und die dritte Giftpflanze ist Unversöhnlichkeit. Ihr Lieben, mit all diesen drei Giftpflanzen, was tust du damit? Hebräer 12, Vers 15 bringt es auf den Punkt. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Ei, du sündigst also nicht nur für dich alleine. Es geht nicht nur um deinen Garten. Es geht um die Ehre von Jesus. Es geht darum, dass du ein geistlicher Klimawandler werden sollst, auch in deiner Gemeinde. Das heißt, achte auf dein Herz. Du kannst die Dinge mitnehmen und sagen, Heiliger Geist, gibt es, wie siehst du mich? Gibt es da Bitterkeit? Gibt es da Unversöhnlichkeit? Gibt es da Ärgernis? Und ich darf das so sagen, ohne in Einzelheiten zu gehen. Ich war letztes Jahr mit den Ältesten hier der Gemeinde zusammen und wir haben uns mal die Herzensgärten angeguckt. König Jesus eingeladen, Dinge zu verändern, von innen her. Aber nun ist es an euch, euren Garten zu behüten. Was nicht heißt, dass man nicht mal fremde Hilfe auch in Anspruch nehmen darf, wenn was hochkocht. Und wenn man merkt, Mensch, diese Giftpflanzen, die breiten sich ja weiter aus. Ich bin dem scheinbar so ausgeliefert, ne? Dann suche Brüder und Schwestern, die dir helfen. Ich schließe jetzt und möchte mit uns beten. Ja, darf ich? Ja. Lass uns aufstehen. Der Heilige Geist ist da, er war schon da im Lobpreis. Ich habe gespürt, oi, Halleluja. Und er ist hier jetzt in der Botschaft und er ist jetzt in deinem Garten. Er hat auch schon zu dir gesprochen jetzt. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist. Zunächst danken wir dir.